Hallihallo, da ist der Gusua wieder. Weiter geht's. Ich meine, es geht nur nach vorne. Es muss nach vorne gehen. In dem Fall nach oben. Und da müssen wir natürlich schön Pokis farmen. Und nebenbei den einen oder anderen eventuell checken. Hier, da. Doch. Ich probiere es mal. Ich hau hier mal was Billiges rein, sage ich jetzt mal, was hier nicht so viel kostet. Zack. Ja, cool. Keine Bomben, nichts am Start. Dann können wir da nochmal kurz vorbeigucken. Und dann egal. Jetzt komm hier King rauf, egal. Auch wenn der dann nach außen rumlaufen könnte, ich will da jetzt einfach mal da rein. Das wäre ziemlich cool. Und da könnte der meine Pfeilspitze sein, der einfach ein bisschen Death nimmt. Jetzt, ich meine, für die Kobis ist es eigentlich noch zu früh. Aber ihr wisst ja selber, man will ja dann auch irgendwann mal fertig werden hier. Ja, Minenwerfer fast down. Sehr gut. Sehr gut, da kommt garantiert noch irgendwas. Ja, ist ja klar gewesen. Ich meine, die sind alle nicht dumm. Die sind alle nicht dumm. Aber ich sehe gerade, das Hauptaugenmerk sollte eigentlich aufs Alex gehen. Beziehungsweise D-Alex natürlich auch wäre auch cool. Mal gucken. Ja, cool, D-Alex wird... Naja, das ist alles noch im Minimalbereich. Das Ding hat sich nicht gelohnt. Wenn ich jetzt wenigstens noch die 3% gekriegt hätte, dann hätte ich wenigstens noch 8 Pokis mehr. Also wie gesagt, ihr seht selber, das ist eine Nullnummer. Sowas braucht kein Mensch. Auch ich nicht. So, anfordern, machen wir mal. Ja, genau. Ich gucke noch einen Bogencheck durch. Und zwar haben wir... Weil ich glaube, das ist so eine Sache, das kommt, glaube ich, gar nicht so verkehrt an. Chaos Kunterbunt. Dass man das nicht so macht, oh ja, ein komplettes Bogencheck-Video. Sondern, dass man so ein bisschen... Hier. VeloX. VeloX sagt, der Name sagt mir auch was. VeloX sagt mir was. Kleinen Moment. VeloX sagt mir was. Aber egal, guck mal rein. Town Hall 9 würde ich jetzt, ja genau, Town Hall 9 würde ich jetzt mal sagen. King 11, super, Queen 10, einwandfrei. Ist für Level 103 super toll. Das passt. Sieht auch maxed aus. Sogar schon Luftfeger 5. Mann, oh Mann, Alter. Da muss ich dann nochmal kurz gucken. Geil gefarmt. Geil gefarmt auf jeden Fall. Auch 7 und Mandler, genau. Minen und Sammler komplett hoch. Alter Verwalter. Richtig gut gespielt. Gute Base-Aufstellung auf jeden Fall. Da ist so die Frage halt. Also die kleine Frage. Ich würde es genau andersrum machen. Ich meine, klar, du sagst dir, gut, okay, ich bin Kristall 2. Ich will nicht, dass die mir hier mein ganzes Zeug wegballern. Ansonsten würde ich nämlich eigentlich Minenwerfer und Magiertürme tauschen. Aber, wie gesagt, weil du Kristall 2 bist, denkst du dir bestimmt, obwohl deine Base selber, ganz ehrlich, da muss man erstmal die Eier in der Hose haben, um die anzugreifen, weil ich würde sie nicht angreifen. Auf Kristall 2, ich sehe, ich krieg dein D-Alex nicht, hast eh nicht viele drinne, ist für mich uninteressant, gut, okay, weitergeklickt, zack. Wenn überhaupt, dann noch das Rathaus gesnackt, genau. Das war's aber. Also wirklich gut aufgestellt und wie gesagt, für deinen Level bist du schon richtig weit. Jetzt würde ich mal denken, hast du nicht viel gespendet. Ja, schäm dich. Nee, aber ansonsten wirklich echt gut. Richtig, richtig gut. Weihnachtsbaum hast du auch noch den vom...
Vorjahr? Oder ist das... Oh, weiß ich nicht. Ich spiele mittlerweile auch schon lange. Mittlerweile. Das war... Doch, das war der jetzige und der andere davor war mit dieser goldenen, mit diesem goldenen Lametta-Zeug, glaube ich. Einwandfrei. Ich gehe mal auch davon aus, dass du auch maxen möchtest komplett. Bloß im Hinter, nur jetzt mal so, bloß im Hinterkopf behalten, dass du dann nicht komplett die Mauern hast und dann, oh naja, ich müsste ja jetzt noch King und Queen. Wenn du komplett maxen möchtest, zieh King und Queen mit hoch. Dass du nicht dann dastehst, oh ja, jetzt habe ich meine Mauern maxed, jetzt bin ich komplett maxed out und fertig. Klar, ich meine, Bogitürme fehlen noch, aber wirklich für Level 103 ist das erste Sahne. Also das ist schon richtig, richtig steif geschlagene Sahne. Wenn ich das mal, da darfst du dann schon den Becher umkippen und da fliegt nichts raus. Ich weiß, es ist ein komisches Beispiel, aber ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Nee, also wirklich richtig gut. Richtig gut. Level 103, Alter, wo ich da war. Hallo, da kann ich mich vergraben gehen, ey. Du bist mir ganz knapp auf den Fersen. Ich bin Level 122. Das muss man einfach mal überlegen. Ich meine, klar, jetzt die Helden ein bisschen höher schon, aber das ist alles Pillepalle, wirklich. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, ich bin mega weit von dir entfernt. Du bist mir schon ganz schön dicht auf den Fersen, auf jeden Fall. Na, Rathaus 9 läuft bei ihm, aber mal richtig. Auf jeden Fall. Ganz klarer Fall. Ja. Trollbase. Tesla und so weiter und so fort am Start. Mit Riesen kann man das ohne Probleme machen. Da geht man rein und sagt sich, hallo, hier bin ich. Wer kommt noch mit? Aber ohne, ne. Ohne mache ich. Oh, nice. Nice. Ah, sehr geil. Ah, ihr seht's, ihr seht's, ihr seht's. Ihr seht's. Und ich glaube, das ist auch einfach mal ein bisschen der Unterschied zwischen so einem normalen Gameplay. Wenn man jetzt euch so ein Gameplay vor die Füße haut und sagt, gut, okay, ich erzähle jetzt mal was über mich und die Welt. Ist ja alles schön und gut. Aber man hat dieses, oh, es ist ein cooles Ding. Oh, jetzt habe ich was Neues und so weiter und so fort. Das ist was anderes. Diese Freude gleich mit dabei drinne zu haben, die ist doch. Also hier gehe ich aufs Ganze und sage, den Sammler will ich auf jeden Fall haben, den Bohrer. Sehr gut. Und dann eben hier auch noch, das probiere ich dann in Verbindung mit den Kobis. Genau. Weil die Wahrscheinlichkeit ist hier relativ gering, dass hier Flächenschaden kommt. Genau. Dann geht doch dahin. Bitte, take this one. Da, ja, genau. Holt euch den Sammler. Der war so voll. Holt euch den Sammler. Gönn ihn dir. Genau. Nee, okay, passt aber. Und was ich auch dazu gelernt habe, auf jeden Fall nicht vorzeitig beenden und sagen, ach naja, mehr kriege ich ja eh nicht. Ich meine, lasst doch die Truppen laufen, die ihr gesetzt habt. Einfach laufen lassen. Mal gucken, was sie noch machen. Und einfach mal schön die Nase kraulen. Aber das kennt er ja von mir. Aber mit dem Essen und ach so, bei den GTA-Spielen, als ich da noch hier schön am Essen war, das war ein Versehen. Das sollte eigentlich nicht drinne sein, weil jetzt wollte ich eigentlich rausschneiden. Das tut mir echt fett sorry. Wie gesagt, ihr werdet es immer wieder sehen, dass ich immer noch mal ein bisschen was am Mampfen bin. Aber nicht mehr so krass wie am Anfang. Weil das, ja, man kann sich ja auch mal ein bisschen was Rat annehmen. Klar, ich will nicht so ein weichgespülter werden hier, auf keinen Fall. Aber wie gesagt, so ein bisschen Rat darf man ja dann doch annehmen. Warum die LX und Goldlager raus, sollte, glaube ich, klar sein. Da ist noch nicht wirklich was drinne. Aber trotzdem können wir die mit einer Mauer schützen, weil wir haben ja die Mauern. Weg. Zack, zack. Und hier auch gleich noch mal ein bisschen. Man kann ja zeigen, was man hat, oder? Läuft auf jeden Fall. Hier noch eins hin. Und dann halt eben schön, schön verteilen, dass halt nicht auf die Minenwerfer geht, logischerweise. Klar.
Das sollte jetzt relativ clear sein. Und dann halt so eine Sachen hier, dass man, wenn man sich da... Ja, doch, das könnte passen, weil ich ja eventuell irgendwo... Ah, da eine riesen... Kleinen Moment. Den weg. Und eine Riesenbombe dahin. Weil, wenn die dahin laufen, könnte das ordentlich knallen. Skelettfallen sind auf jeden Fall ziemlich geil und sollte man nicht unterschätzen. Luft, falls ich mit Luft angegriffen werde, klar. Da tauchen wir hier in die Mitte rein, weil der Rest ist außenrum. Wird keiner jetzt so krass loslegen wollen. Das will man dann bestimmt erst im inneren Bereich haben. Hier noch ein paar Traps reingeballert. Na, wenn die auf Luft gehen wollen, sollen sie fliegen. Kriegen wir hin. Hier noch eine Riesenbombe rein. Nochmal Luft. Nochmal Luft. Und die Bömmchen hier. Falls es wirklich mal kritisch wird, dass man ihm wirklich noch sagen kann, komm hier, ich habe hier noch ein bisschen was vorbereitet. So. Dann haben wir nicht mehr viel. Ich gehe auch wieder auf Beenden. Und schnupp mir kurz die Nase. Wenn ich es nicht gecuttet habe, tut mir leid. So. 136. Joa, da können wir noch einen Check starten. Wir haben schon 9 KD, Alex. Nichts vernachlässigen. Kleinen Moment, ich muss mal nochmal gucken. Ja, 10, 50 Sterne auf der Kampagnenkarte, aber da gibt nur 10 Gems. Das ist jetzt nicht so viel. Ja, das Gold kann ich jetzt auch nicht so easy snacken. Klanburg. Die Mauern, da werde ich nicht hinkommen. Ja, genau. Bauhütten. Ja. Auch noch nicht. Gespendet, komme ich noch links nicht hin. Hier, wie gesagt, X-Bogen auf jeden Fall. Da gibt es richtig gut Punkte für. Stimmt, den X-Bogen, den müsste ich auf jeden Fall snacken. Farmtruppen kriegen wir hin. Machtvoll. Ich bin auch ein Dominik. Auch nicht schlecht. Dann checken wir doch nochmal kurz ein. Ich meine... Die Zeit ist da. Wie gesagt, rumsitzen ist Quatsch. Am Deich. Und Name Kevin. Kevin wohnt am Deich. Muss Rathaus 8 sein. Geht nicht anders, weil er King auf 6 hat. Wo ist Rathaus? Da ist Rathaus. Und ich würde auch sagen, gerade erst hochgegangen. Genau, hier der Magierturm. Genau, gerade erst hochgegangen. Und das passt. Das passt. Hattest du relativ viel schon. Ich würde fast sogar sagen, du hattest alle auf 7, alle Mauern, und das ist hier, das sind die 50 Stück, die du auf 8 dazu bekommen hast. Super, gut durchgezogen. Bei 71, super. Also kann ich echt nicht meckern. Auf jeden Fall. Ich überlege noch. Die Bogitür, ja, das ist alles in Ordnung. Wie gesagt, noch ein bisschen Fokus auf den Magierturm und dann halt King immer schön hoch. Die Luftabwehr könntest du ein bisschen weiter auseinanderstellen, aber das ist auch nicht schlimm. Wenn dir das Base-Design gefällt, lass das so. Das ist in Ordnung, das ist jetzt hier kein Super-Fail. Was ich aber ändern würde, wäre, guck mal hier, ich sehe jetzt deine Fallen nicht, aber... Das ist eine Einladung, hierher zu rennen. Ich meine, du hast jetzt goldmäßig hast du eh nichts am Start, das ist nix. Aber im Alex-Bereich ist schon ein bisschen was drin.
Und das verschenkst du damit. Besonders, weil du hier gerade den Minenwerfer am Upgraden bist, hast du keinen Flächenschaden und der Flächenschaden ist dann eben zu spät. Da ist dann schon alles gesungen, messetechnisch. Da passiert nicht mehr viel. Deswegen eventuell umstellen. Klar, ich würde jetzt den Magierturm auch nicht direkt hierhin ballern, weil dafür ist er ein bisschen zu wenig gesichert. Obwohl, hat hier Einzel. Probier mal zu wechseln. Probier mal zu wechseln, eventuell. Nur mal so ein Tipp. Aber ansonsten passt das. Läuft. Cool, wir können wieder weitermachen. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. 500. Ich hoffe, der Account geht euch jetzt nicht auf den Lappen. Aber ich denke, das sollte passen. Dann hat man wieder, was weiß ich, pro Woche irgendwie mal so, irgendwie sowas. Der hat natürlich echt mega Loot. Krieg ich den auf 50%? Aber ja, selbst wenn ich ihn bekommen habe, komme ich ja nicht mehr an die Lager ran. Somit lohnt sich's nicht mehr. Wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich mache jetzt 50% und hier, nice, hier, da eventuell sogar nur den King und den geraged, dann passt das. Weil innen drinne hier brauchen wir nichts blitzen, da brauchen wir gar nichts tun. Passt. So, jetzt müssten wir bald die Gold erreicht haben. Gold 3? Gold 3, ich bin dabei. Müsste gleich losgehen. Oh, wie bitte? Warum gibt es für den 23 Pokis? Krasses Pferd, Junge. Dann hau ich hier raus. Dann hau ich hier richtig raus und würde den auch gerne komplett. Ja, Clanburg voll, egal. Den würde ich gerne komplett eine überbügeln. Aber mal so richtig. Das volle Programm. King ist noch da, genau. Passt. Ist in Ordnung. Hier können wir schön. Da müssen wir nicht die Bogies für verballern. Können wir hier schön die Kobis für nehmen. Und wie gesagt, also hier will ich auf jeden Fall, also mindestens einen Two-Star sehen, ganz klar. Aber eigentlich würde ich gerne einen Three-Star haben wollen. Und ich denke, das sollte machbar sein. King Ragen war jetzt einfach mal knallhart. Weil wie gesagt, bei 23 Pokis, warum soll ich mir die entgehen lassen? Klar war jetzt ein bisschen Overkill, aber egal. Wie gesagt, 23 Pokis, dafür mache ich mir sonst richtig einen Rücken krumm. Und dann ist das ein guter Abschluss für die jetzige Folge. Und ich gehe jetzt auf Gold. Richtig? Gold 3 müsste das sein. Ah, nee, ich hab noch 100 zu machen. Aber egal, das soll erstmal das Ende für jetzt sein.